Nein, nein, nein. Das war so nicht geplant. Na gut, ich habe noch mal einen Plan. Captain Nate ist ein Profi. So, schauen wir mal. Du gehst mal auf die Plattform. Hier ist der Plan. Lass mich mal hochklettern. Captain Nate? Dann geh auf die Platte zurück. Können Sie mich mal hochheben? Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Dann schieben wir den Stein auf die Platte und er fährt auch hoch. Dann sind wir schon mal beide oben und dann kann Nate hier die, sag mal, diese komische Kurve bedienen. Geht er zurück auf seine Platte, ja. So, jetzt schiebt den Stein auf die Plattform. Es klappt. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Weg mit dir! Huch. Okay. Wer baut sowas? Und warum? So, dann öffne du mal die Luke. Mal sehen. Das war's. Die Luke ist offen. Ein kleiner Gang, der in einen Schacht führt. Aber ich kann mich nicht durch die Luke quetschen, ich bin zu groß. Tja, dann brauchen wir wohl Wilbur hier oben. Wilbur, geh auf die Platte. Und da ist mal wieder dieses typische Hin und Her. La la la, und ich gehe einmal um die Platte rum und nicht direkt drauf. Weil das wäre komisch und seltsam und doof. Jo, jetzt Wilbur. Krieg ich mal durch die Luke. Jo, dann kann er hochklettern. Das was bringt schon mal. Die Leiter führt ins Dunkel. Und da oben wird der Schacht noch mal schmaler. Okay, Ivo, warte mal, wer hier ist. Hallo. Ivo sucht nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Das sollte ich auch tun. So, auf ja, den dann such mal. Steinringen sind dieselben Symbole, wie sie hier überall zu finden sind. Ich überlasse das lieber Ivo, die kennt sich damit schon aus. Okay, und er ist jetzt hier ganz alleine unten. Einsam und verlassen. Großes Rad, das gerade. Leider ist da eine Metall. Ja, wie soll ich die wegkriegen? Verdammt nur eins hier. Yeah. Jemand Sportliches könnte sich damit über den Abgrund schwingen. Bist du sportlich genug? Jemand Sportliches könnte sich damit über den Abgrund schwingen. Ah, du bist also nicht sportlich genug. Gut, dass Ivo sportlich ist. Jo, schauen wir mal. Vielleicht kann Wilbur hier hinten etwas machen. Betrachte das Tor. Guckst du da ran, Junge? In diesem Tor steckt ein Kristall. Ja, dann fass mal an. Wow. Oh. Nur, hilft uns das irgendwie weiter? Ich glaube ja nicht. Geh halt einfach schnell da raus, du Depp. Ja, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Klettere die Leiter weiter hinauf. Okay, vielleicht ist da oben was. Ah. Hi, Ivo. Wilbur. Bist du ich habe eine verborgene Leiter gefunden. Sie hat mich hierher geführt. Gut gemacht. Was glitzert bei dir da oben so? Och, nur ein Edelstein. Ein Kristall. Wirf ihn mir bitte runter. Ich habe eine Idee, wofür der gut ist. Ich muss weiter. Abenteuer erleben, Fallen umgehen, Geheimnisse enthüllen. Oh, was man ich halt glaube, macht, ich habe dich unterschätzt, mein Kleiner. Das glaube ich auch. Komm, hat sie dich gerade gelobt? Was ist hier los, Wilbur? Das ist die Steintafel. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht.
Nimm sie mit. Sag mir was. Das ist eine Steintafel. Ich kann damit, glaube ich, nichts anfangen. Okay, aber vielleicht... Ja, komm, vielleicht unsere gute Elfe Ivo. Ivo, ich hab hier was für dich. Hier, schau mal, eine Steintafel. Voll gut, ne? Schau mal, Ivo, ich habe eine Steintafel mit Symbolen gefunden. Tatsächlich? Zeig mal her. Ja, hier, guck schon. Ich glaube, genau danach habe ich gesucht. Danke. Wir sind ein gutes Team. Nur nicht übermütig werden. Ja, genau. Nur nicht übermütig werden. So, schauen wir mal. Auf der Steintafel sind weitere Symbolfolgen für die Steinringe verzeichnet. Schnecke, komisches Laubwerk, das Ding und der Fisch. Schauen wir mal, was damit passiert. Schnecke. Komisches Laubding. Das Teil und der Fisch. So, als hätte sich wieder etwas getan. Bleibt es jetzt aktiv, oder? Schauen wir einfach mal das Ding. Die Blätter. Das war wahrscheinlich der, den da darstellt. Und einmal den fahren. Geht das andere jetzt wieder zu, oder? Ah, hey. Die Metallschelle okay, ist ab. Das war das. Und was haben wir noch? Ein Blatt im Winde. Ein bisschen Farn. Ja, das soll der Farn sein, denke ich mal. Ein Sternchen. Und ziemlich abgeranzter. Die Kombination ist richtig. Da scheint nur irgendetwas anderes noch nicht zu stimmen. Alles klar. Captain Nate dreht das Rad. Dreh das Teil mal runter. Dann gehen wir mal auf Wilbur. So. Und mit Wilbur klettern wir mal hier herunter. Klapp, 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 klapp. Ja, komm. Das ist ein bisschen nervig hier. Nach unten. Los, Wilbur, runter. Klock, 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 klock. Wir klettern die Leute nach unten. Das sind wahre Abenteurer, ne? Ja, jetzt müssen wir erst durch das Tor. Hey, schau nicht so doof. Betrachten wir mal den Gang. Der Gang ist fast so klein wie die Luke drüben bei der Leiter. Nur kann man hier nicht einmal sehen, wohin er führt. Ja dann, rein da. Aha, hier bin ich also. Ist da noch ein Kristall? Ja. Nein. Ausgezeichnet. Gut gemacht. Gut, wenn man so einen kleinen Typen dabei hat wie mich, ne? Was ist da unten? Moment, jetzt gehen wir nochmal auf Nate hier. Dann schauen wir mal, ob ich da, wenn ich da durchgucke, was sehe. Jojo, komm. Lass mich einfach durch den Schacht. Bitte. Kontinenz, mein Freund. Untersuche den Kopf. Der Mund der Figur hat sich geöffnet. Da drin ist sowas wie ein... Schalter. Ja, dann drück mal drauf. Okay, und jetzt dadurch. Oh oh. Ich glaube, ich muss hier zumachen. Schnell. Oder? Oder ist es... Hm? Hä?
Muss ich Nate hier hochbringen? Glaube ich, nicht dafür gedacht, hier runter zu fahren. Betrachte das Tor, es ist geschlossen. Die Tür ist verschlossen und ich kann sie von hier aus nicht öffnen. Captain Nate, öffnet das Tor. Also das ist gerade hier ein bisschen verwirrend. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiter vorgehen soll. Das ist seltsam. Was sollte Nate da oben noch machen können? Fahren wir ihn einfach mal hoch. Ich hoffe, das klappt. Ja. So, aber er kommt ja da nicht durch. Hier, das bringt dir wahrscheinlich auch nichts, oder? Kein Interesse. Da ist nichts. Das sehe ich auch von hier aus. Okay. Das heißt, geh mal auf die Plattform. Weil da passt du ja auch nicht durch. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie von da links unten nach oben kriegen. Hast du schon einen Weg hier rausgefunden? Nein. Was stehst du denn hier rum? Hopp. Hopp, hopp. Jawohl. Fauler Gnom. Was soll denn das? Das ist ja voll unverschämt, dass der hier... Also, nee. Irgendwas muss ich doch damit machen können, wenn ich das Ding hier zudrehe. Kling. So. Dann drehen wir den einmal zu, gehen auf Wilbur. Nein! Okay. Dann müssen wir hier rüber. So, dann fahren wir hier hoch. Da kommen wir da drauf. Ich sagte, wir fahren hier hoch. Dankeschön. Dann gehen wir hier durch. Die da durch, genau. So. Und dann schauen wir mal auf Ivo. Ob die letzte Kombination jetzt funktioniert, jetzt nachdem wir da unten dieses Wassersystem angeschaltet haben. Kalt. Nass. Es hat funktioniert. Ja komm, gib mir einfach Nate und so, hoch damit dir, fauler Hund. Also es ist zwar schön, dass man hier verschiedene Charaktere machen kann, aber das System zum Umschalten zwischen den Charakteren ist ein wenig nervig. So. Gehst du mal daher und wartest da. Wilbur, hoch mit dir. Klack, tick, 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 tick und klettern, jawohl. Also es ist ein wenig sehr gestreckt dadurch, dass man hier halt wirklich zwischen den Charakteren hin und her... Keine Gruppenaktion oder sowas, so im Sinne von, ja, wechseln wir den Charakter und alle machen zusammen das und gehen dann weiter oder so. So, Kristall 1 da einsetzen. Und lass mich raten, wir müssen dann alle Kristalle gleichzeitig berühren. Volles Hammer Rätsel, voll schwer und so. Aha. Der passt ja. Das ist ja der Hammer. Versuchen wir mal, ob das da drüben auch so funktioniert. Jetzt, wo wir alle drei zum Glück glücklich vereint sind. Das gleiche wie drüben. So, dann berühren. Oh, das ist ja hier. Betrachte mal die Figur. Mal schauen, ob dir was dazu einfällt. Ja, du berührst jetzt den Kristall. Wow. Das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter.
Vibe. Los, berühr die Figur, Wilbur. Ping. So, und jetzt. Ah, endlich geht es weiter. Das Tor bleibt nur so lange offen, wie alle drei Kristalle berührt werden. Das heißt, nur derjenige, der an dem Tor steht, kann es passieren. Und wer soll gehen? Das ist die Frage. Ich bin so klein, dass ich überall durchkriechen kann. Und Captain Nate ist stark. Und Ivo ist sexy. Wie sollte uns das helfen? Keine Ahnung, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja gut, das finde ich natürlich ist eine sehr schöne Aussage von dir. Captain Nate, so gehen wir durch, komm. Soll ich wirklich weitergehen? Ja. Ich werde bis später. Oh. Viel Glück. Der versunkene Tempel, Kapitel 3. Schau mal, ich denke mal, ab jetzt wird wahrscheinlich jeder seinen eigenen Lösungsweg dann haben. Jo, aber den werden wir weiter bearbeiten, nachdem die Bugs versteckt sind und beim nächsten Mal. So, er versteckt noch die letzten Bugs. Ich würde schon mal sagen... Also los, je früher ich den anderen einen Weg hier rein öffne, desto früher können wir das Artefakt bergen und die Insel verlassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.